So, hier ist die Fortsetzung von dem Alpro Hafermilchprodukttest. Und zwar werde ich jetzt als erstes diese neue Hafermilch hier von Alpro, This is not milk, in meinem Tee probieren. Ich habe mir jetzt schon hier einen schwarzen Tee gemacht mit Karamellgeschmack und habe ihn mir auch schon so gesüßt, wie ich ihn gerne mag. Und da gebe ich jetzt statt normaler Milch, wie ich sonst immer trinke, die Alpro Hafermilch dazu. Vorher erzähle ich euch noch kurz, was hier noch draufsteht. Das hatte ich beim ersten Video nicht gemacht. Und zwar ist diese Milch aus 100% europäischem Hafer, also aus europäischem Anbau. Und ohne Zucker, vegan natürlich und ideal im Kaffee steht hier von Natur aus laktosefrei, von Natur aus arm an gesättigten Fettsäuren, Quelle von Vitamin D und Calcium für die Knochen. Ja, wie gesagt, ohne Zucker. Und hier lese ich nochmal, was Alpro zu dem Produkt sagt. Wir haben es geschafft, Milchfans, macht euch bereit. Das ist der volle, cremige Geschmack, den ihr kennt und liebt, aber pflanzlich. Shh, this is not milk. Ob im Müsli, im Kaffee oder pur aus dem Glas, so köstlich und vielseitig, purer Genuss für jeden Anlass. Mehr Rezepte auf alpro.com. Zum Trinken, zum Frühstück, im Tee und Kaffee und zum Backen. Und wir probieren es jetzt im Tee aus. Und ich möchte gerne vor allen Dingen sehen, ob sie sich diese Milch genauso im Tee verhält, wenn man sie reinschüttet wie normale Milch. Also ob sie diese Wölkchen macht, ob sie so flockt. Nee, die flocken soll sie ja nicht. Ob sie schön sich verbindet mit dem Tee. Das filme ich jetzt erstmal mit. So, hier ist mein Tee. Und hier ist mein Kabel vom Mikro. So, nochmal. So, hier ist mein Tee. Er dampft auch, wie man sieht. Und hier ist die Alpro This is not milk Vollmilch. Und das geben wir jetzt hier rein und beobachten mal den Effekt. Ja, also das sieht ganz genauso aus wie bei normaler Milch auch. Also es flockt nicht zum Glück, verbindet sich schön mit dem Tee. Ich muss sagen, jetzt von dem einen Schuss, den ich da reingetan habe, da wäre es mit normaler Milch jetzt ein bisschen cremiger, farbiger geworden. Ich glaube, hier muss ich doch ein bisschen mehr dazu tun, um den gleichen Farbeffekt quasi zu erzielen. Ja, jetzt sieht der Tee so aus, wie ich ihn eigentlich immer trinke. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen weniger cremig ist als mit normaler Milch von der Optik her. Aber ist schon sehr, sehr ähnlich. Also ob ich den Unterschied merken würde, wenn ich es jetzt nicht wüsste, weiß ich auch nicht. Ich probiere jetzt auch mal hier, wie der Tee schmeckt, ob er mir so schmeckt, wie ich es gewöhnt bin. Dazu haben wir jetzt nochmal die Kameraperspektive gewechselt und ich teste das jetzt. Also ich würde keinen Unterschied schmecken. Also im Tee. Oder dann denke ich mal auch im Kaffee. Kein Unterschied, kann man wirklich gut auf die normale Milch verzichten und das hier als Ersatz nehmen. Okay, ersten Test bestanden, Alpro. Wir testen weiter.